Ist natürlich geil, sowas hat man nicht immer, du kriegst den absoluten Favoriten und Tura hat gegen Norderstedt noch nie gespielt in einem offiziellen Spiel und da misst sich mit Abstand die stärkste Kraft in Norderstedt, das ist halt Eintracht und dann die mit Abstand zweitstärkste Kraft ist Tura, die messen sich und man hat es ja gesehen bei der Resonanz. Ja, insgesamt zählte für uns natürlich erstmal das Weiterkommen in die nächste Runde, wenn man das Spiel immer so betrachtet, dann haben wir einfach zu viele Torchancen liegen lassen. Wir müssen, glaube ich, zur Halbzeit schon das Spiel entscheiden und haben es, glaube ich, 4 oder 5 Mal nicht geschafft, fast um 1-gegen-1-Situation das Tor zu erzielen. Respekt an Haxheide, wirklich, wie sie gespielt haben, auch in der ersten Halbzeit vor allem nur 2-1 zurückzuliegen gegen Regionalligisten. Hut ab, alles gegeben, wirklich super. Ich glaube, dass nach 3 englischen Wochen, die wir jetzt geführt haben, die Jungs auch einfach mental im Kopf ein bisschen müde sind und dann ist man wieder unkonzentrierter vor der Kiste. Aber wir haben 5-1 gewonnen und das war unser Ziel, eine Runde weiterzukommen. Und das haben wir halt erreicht. Ich glaube, in einer Woche oder spätestens gegen Fürth fragt keiner mehr, wie wir hier in Haxheide gespielt haben. Guck mal, was das nächste losbringt, aber zufrieden sind wir ja. Um gegen eine Profimannschaft, wie es auch Greuther führt, ist, eine Runde weiterzukommen, muss einfach alles zusammenpassen. Da muss man einen Riesentag haben, das Quäntchen Glück auf der Seite und einen Gegner, der uns vielleicht auf die leichte Schulter nimmt. Normalerweise hast du keine Chance gegen Profimannschaften, aber diese minimale Chance, die ich gerade angesprochen habe, die versuchen wir natürlich wahrzunehmen.